Ich bin Andreas Kurz, 44 Jahre alt, habe insgesamt 6 Jahre Straße hinter mir. Das Leben auf Platte ist sehr hart, sehr, sehr anstrengend. Man muss immer mitrechnen, dass Polizei auf die Platte kommt, einen von der Platte verscheucht, dass auch eventuell Jugendliche, Jungerwachsene, je mehr Alkohol im Spiel ist, auch Leute wie uns überfallen. Obdachlos bin ich geworden durch meinen Alkoholkonsum. Ich war auch 2 Jahre bei der Bundeswehr gewesen und dort habe ich erst richtig das Trinken angefangen zu lernen. Bin nach der Bundeswehr halt in falschen Freundeskreis geraten und irgendwann früher oder später bin ich mich dann auf Straße gelandet. Musste auch erstmal von der Pike auf lernen, was es heißt, auf der Straße zu leben und zu überleben. Bin jetzt seit 6 Jahren hier in Meppen, in der Caritas Wohnungslosenbetreuung. Ja, wie schaut's aus? Nachdem ich die Beratung angenommen hatte, ist auch eine Sozialarbeiterin mit mir dann zum Soka gegangen. Und die haben mich dann dort auch angekleidet, neu angekleidet, sodass ich erstmal wieder wie ein vernünftiger Mensch aussehe. Und die waren auch sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, nett. Auch keinen dummen Spruch, wie bei manchen anderen Verkäuferinnen und so, wenn man in einen normalen Laden geht und so. Die sind auch Leute wie ich und nicht von oben herab. Und deswegen fühle ich mich auch in solchen Sachen dann eher wohl als jetzt vielleicht im normalen Einkaufszentrum. Und deswegen würde ich es jedem weiterempfehlen, wenn er neue Klamotten braucht und so, soll er sich nicht schämen, bei der Soka zu gehen, weil da kriegt man auf jeden Fall günstig gute Klamotten. Tschüss.